Fast geschafft. Na, Ciccolo, der staunste, was? Die ganze Wiese hier, alles per Hand gesenzt. Kleiner Scherz am Rande. Stimmt's, Ciccolo, du warst heute ganz schön wild und aufgeregt, weil ich nämlich den Bauern gefragt habe, beziehungsweise hat er mir angeboten, mit seinem Mulcher, also er hat so einen Traktor mit so einem Mulchgerät, einmal über die Wiese zu fahren. Und das habe ich dankend angenommen. Ich hätte mir dann wahrscheinlich die Zeit sparen können, die letzte Woche und die vorletzte Woche, als ich mit der Handsense tatsächlich da hinten herum und auch hier schon hier vorne, überall kreuz und quer, habe ich halt das Gras schon niedergemacht, aber das ist einfach zu viel. Zu hoch gewachsen. Und man kann es ja hier im Pferdegehege sehen. Der Ciccolo ist zwar fleißig am Fressen, der hat jeden Tag einen kugelrunden Bauch, aber ich glaube, das Gras frisst er gar nicht mehr so gerne, weil er trampelt es hauptsächlich nieder und frisst meistens dann die kurzen Stellen, also die schon runtergefressen sind. Die frisst er und das hohe Gras lässt er halt vorwiegend stehen. Na, mein Guter, bevor wieder die Frage kommt, wann ist denn endlich ein Kumpel für einen Ciccolo da? Noch in dieser Woche fährt die Jessica mit Mama zur Charlene wegen der Paulina. Und ja, danach entscheidet sich halt wann, also erstmal ob und wann diese Paulina zu uns kommt. Geplant ist, dass die hier erstmal mit reinkommt. Dann müssen wir ja oben bei mir den neuen Pferdestall bauen. Ja, in der Zwischenzeit werde ich auch das niedergemähte Gras hier, oder das ist ja schon fast Heu, heute war es ziemlich sonnig, werde ich dann zusammenhaken und damit auf den Haufen dahinter mir legen, damit das neue Gras schön nachwachsen kann. Und dann können wir diesen Bereich hier vorne auch noch einzäunen. Und dann gibt es noch eine dritte Wiese, also das ist ja eigentlich eine Wiese, also noch eine zweite Wiese bei meinem Kumpel, also der Papa von der Jessica, der hat auch noch eine Wiese und die können wir auch noch einzäunen. Sprich, an Pferde, Nahrung, Futter, Gras soll es nicht scheitern oder habern, sagt man. Ja, ich hätte jetzt ja auch dieses ganze Gras theoretisch zu Heu machen können, aber mir fehlt einfach die Zeit. Deswegen werde ich das Heu wohl kaufen. Aber Thema ist ja heute ein ganz anderes. Beziehungsweise hat es ja schon damit was zu tun. Habe ich euch eigentlich schon begrüßt? Wenn nicht, dann hallo. Also, Thema soll heute diese wunderbare Sense sein, die ich jetzt tatsächlich schon vor mehreren Wochen bei Amazon gekauft habe. Denn als ich hier angefangen habe auf der Wiese für das Pferdegehege das Gras wegzusenzen, da hatte ich ja noch dieses gute, ja, museumsreife Stück und habe halt gemerkt, das gerät an seine Grenzen, weil das ist halt noch, ja, ich denke mal aus DDR-Zeiten oder noch älter. Der Griff, der wird langsam lose. Und auch insgesamt, das Holz scheint nicht mehr das Beste zu sein. Hier oben sind schon Würmer im Griff drin. Und das Blatt an sich, das ist zwar sehr, sehr stabil im Vergleich zu ähnlichen neumodischen oder neueren Blättern, die man so kaufen kann. Aber ich hatte halt so meine Bedenken, dass ich das vielleicht zerstöre, gerade wenn ich so ein hohes Gras reinsense. Falls meine Aufnahmen durch den Wind wieder gestört werden, tut mir leid. Ich habe zwar ein neues Mikrofon, aber dieser Puschel ist noch nicht, also nicht da. Den habe ich auch bestellt. Strebe mich mal gegen den Wind. Ja, also meine Überlegung war, eine Motorsense zu kaufen. Beziehungsweise hatte ich eine, die habe ich auch noch nie probiert und dann habe ich sie halt doch mal probiert und festgestellt, das ist nicht so das Wahre. Also die Motorsense ist zwar gut und schön, aber die ist relativ schwer. Dann weiß man ja, so eine Sense wird, wenn sie einen Benzinmotor hat, mit Benzin betrieben, da ist halt Kraftstoff, also Benzin, Abgase, Öl im Spiel. Und wenn man dann hier so im Gras rumsenzt, dann hat man das unter Umständen auch im Gras. Zumindest ein paar Rückstände. So, jetzt stelle ich mich mal hinter den Busch. Hier scheint es windgeschützter zu sein. Die nächste Überlegung war eine, wie nennt man das? Eine Sense mit so einem Einachser dran, wo vorne so ein Scherkopf ist, der dann halt flächendeckend, also ungefähr so 50 bis 80 cm, je nachdem welche Ausführung, absenzt. Aber die Dinger gehen ab, wenn sie gut bewertet sind, ab 800 Euro los. So viel Geld habe ich gerade nicht. Ja, dann habe ich halt weitergesucht und dann habe ich halt diese Sense hier gefunden. Ich verlinke euch das übrigens da unten in der Videobeschreibung. Jeder, der schon mal darüber nachgedacht hat, sich eine Sense zu kaufen, weil es ihm zu mühsam ist, das Gras für seine Kaninchen mit der Hand zu rupfen, und dieser jemand vergeblich gesucht hat oder vielleicht schon schlechte Erfahrungen gesammelt hat mit irgendwelchen billigen Sachen. Diese Erfahrung habe ich auch schon gesammelt und mir fallen da auch ein paar Leute ein, die mir auch schon davon berichtet haben, wie zum Beispiel der Kai. Kai Knebel, du guckst das wahrscheinlich, das Video, und du wirst mir jetzt bestätigen, diese Billigsensen mit den, ja, 30-Euro Blättern, die hat man nicht unbedingt lange. Zumindest nicht, wenn man mit diesem Blatt irgendwo an einen Gegenstand kommt, wie zum Beispiel einen Ast oder einen Stein. Dann brechen die auch schnell mal. Und auch hier gilt, wer billig kauft, kauft zweimal.
Das Teil hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, so wie es jetzt hier dasteht, 100 Euro gekostet, 99 Euro oder so. Zuzüglich Versand, beziehungsweise kann auch sein, dass der Versand kostenlos war. Und vorab kann ich euch schon mal sagen, diese 100 Euro sind diese Sensor auf jeden Fall wert. Also ich bin begeistert. Ich habe jetzt wirklich, wie gesagt, schon sehr viel hier gesenst. Ja, warum ich die so gut finde, werde ich jetzt nochmal im Detail erklären. Das Erste, was hier an dieser Sense wirklich genial ist. Es kann ja durchaus sein, ihr seid keine 1,80 Meter oder 1,82 Meter groß wie ich. Aber das ist ja gar kein Problem, weil diesen Griff kann man nämlich hier locker schrauben und den kann man hoch und runter schieben. Genauso wie dieses Stück kann man hoch und runter schieben und auch das hier kann man hoch und runter schieben. Sprich, man kann die Sense meinetwegen auch für ein 1,20 Meter großes Person einstellen. Dann sieht das zwar ein bisschen komisch aus, weil hier hinten der Stiel übersteht, aber selbst diese Person kann dann super damit sensen. Ich sage mal so, wenn man jetzt noch größer ist als ich, dann kann man diesen Griff noch höher schrauben, also bis 2 Meter Menschengröße sollte das Ding wunderbar funktionieren. Da ist auch in der Beschreibung, die allerdings etwas bedürftig ist, so eine Bildvorlage, da sieht man, wie man das ungefähr einstellen muss. Ich habe einen Schraubenschlüssel mitgenommen beim ersten Mal sensen und habe halt probiert, wie es für mich am besten ist. Und ich kam zu dem Entschluss, dass das so, wie es jetzt hier ist, am besten für mich ist. Diesen Griff hatte ich ursprünglich etwas weiter oben montiert. Das ging aber gar nicht. Da kam ich nicht zurecht. Und dann habe ich ihn halt weiter runtergeschraubt und seitdem perfekt. Das nächste ist diese geschwungene Form. Das ist total genial. Also man hat wirklich dieses Sensor genau da, wo sie hin soll, parallel zum Boden. Also hier ist der Boden und die liegt dann halt sozusagen hier auf durch diese Form. Man muss da nicht großartig rumexperimentieren oder sich halt bücken und ja, wie das bei meiner alten Sense der Fall war, da musste ich halt, hat eine Weile gedauert, bis das funktioniert hat. Dann habe ich mich für diese Wildwuchssense entschieden. Die gibt es nämlich auch noch mit langem Blatt, weil einfach, ich wollte etwas Stabiles haben, was halt nicht so schnell kaputt geht, weil hier ab und zu mal ein paar Äste liegen von diesen Bäumen und auch Steine und so. Und das sieht man im hohen Gras nicht. Und wenn man da dagegen haut, wollte ich, dass diese Sense das aushält. Diese Sense war, laut dem, was hier drauf stand, schon fix und fertig, mehlbereit, gedengelt, sagt man dazu, und geschärft. Allerdings kann ich euch sagen, das Dengeln ist korrekt. Das war so, also das ist so. Die ist auf jeden Fall dünn genug. Aber was man auf jeden Fall machen muss, ist schärfen. Dazu braucht man einen Wetzstein. Den habe ich schon länger da, deswegen sieht er etwas abgenutzt aus. Und der liegt bei mir immer im Wasser. Ich habe hier so einen Eimer mit Wasser drin. Das müsst ihr machen einfach. Das schadet den Stein nicht. Im Gegenteil, die Poren saugen sich voll und dadurch wetzt er viel besser, als wenn ihr einen trockenen Stein nimmt. Das Wetzen an dieser Sense, das geht wirklich kinderleicht. Und durch das kurze Messer ist das auch weniger gefährlich, als wenn das so ein langes Messer ist. Weil wenn man hier so lang schleift und noch keine Übung hat, kann es durchaus passieren, dass man sich schnell an diesem Messer schneidet. Ist mir ganz am Anfang mehrmals passiert. Mittlerweile zum Glück lange nicht mehr. Tja, und dann ist halt hier unten so eine Spitze, könnt ihr vielleicht auch sehen. Damit kann man die Sense hier so im Boden stecken und dann kann man das schön... Ja, wenn dieses Geräusch kommt, macht ihr alles richtig. Ja, immer so einen leichten Winkel, so ungefähr. Und dann so schräg nach unten ziehen und dann von der anderen Seite auch. Ja, und das macht man dann halt so lange, bis das sich, wenn man mit dem Daumen so drüber geht, so richtig wie so ein Rasiermesser anfühlt. Also die ist wirklich scharf und die hält auch die Schärfe wirklich lange. Hier vorne könnte man noch ein bisschen drüber, da ist es etwas stumpf. So, messerscharf, rasierklingenscharf wollte ich sagen. Also alleine wegen dem Schärfen würde ich jetzt mal behaupten, eignet sich diese Sense schon für einen Anfänger eher als eine mit langem Blatt. So, jetzt kommen wir mal zum Mähtest. Jeder, der schon mal gesenst hat und vor allem in so einem hohen, dicht bewachsenem Gras, der weiß, dass es da gewaltige Unterschiede gibt in der Mähqualität. Und ja gut, das bedarf auch etwas Übung, aber ich sage euch, so schwer ist das gar nicht. Ich habe es ja schon erwähnt, wenn man die richtig eingestellt hat und die Arme so halt locker hängen lässt, dann liegt die schon parallel zum Boden auf. Man könnte sie sogar direkt auf dem Boden aufliegen lassen, dann geht das Ganze halt noch leichter, als wenn man die zu weit hoch nimmt. Und dann ist es wichtig, das machen die meisten falsch, dass man nicht von hier oben ausholt, sondern immer von hier unten. Einfach nur eine gleichmäßige, parallel zum Boden ausgeführte Bewegung ausführt. Naja, wisst, was ich meine. So, das nächste, was viele falsch machen, ist versuchen, das so irgendwie wegzunehmen. Das geht auch nicht. Also diese Sense, die muss, oder grundsätzlich eine Sense muss, im spitzen Winkel in das Gras rein. Also so. Nicht so. Sondern so. Sprich, man nimmt maximal, ich schätze mal, 10 bis 15 cm von diesem Gras mit einer Sensbewegung weg.
Und wenn ihr das beachtet, dann funktioniert das Ganze so, wie ich euch das jetzt zeige. Zack, 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 zack. So, das soll reichen als kleiner Vorführeffekt. Das soll mir mal jemand mit einer Motorsense nachmachen. Also schaut euch jetzt mal dieses Schnittbild an. Klar, hier stehen noch ein paar vereinzelte Helmchen, aber ansonsten ist das wirklich fast wie mit einem Rasenmäher. Und ich möchte mal behaupten, mit einer Motorsense ist man auch nicht schneller. Man kann vielleicht mehr Fläche schaffen, weil es nicht so anstrengend ist. Aber ich sag mal auch so, das ist halt eigentlich eine schöne Angelegenheit. Also ich mache das total gern und man bleibt halt fit. Ja, irgendwo müssen ja die Muskeln herkommen. Ja, ich habe nämlich extra dem Bauern gesagt, er soll bitte diese Wiese stehen lassen, damit ich das für mein Video verwenden kann. Extra für euch muss ich jetzt das ganze Gras noch mit der Handsense umsensen. Aber wie gesagt, ich mache es ja eigentlich gern. Für dich stimmt's, mein Guter, weil du bekommst nämlich abends, wenn ich dann ihn hochbringe, nehme ich dann in der Regel noch ein bisschen was mit von hier und dann hat er noch oben was zu futtern. Denn in seinem Paddock-Bereich, da liegt kein Gras sonst oder wächst kein Gras. Ja, und grundsätzlich habe ich momentan wieder das Problem, wie jedes Jahr, dass trotz, dass ich so eine riesen Wiese habe, einfach kein Futter für die Kaninchen da ist. Ich nehme das zwar jetzt mit, was ich da weggesenzt habe, aber ich weiß, die Kaninchen fressen es nicht gern, die lassen es halt liegen, suchen sich ein paar Halme raus und das ist richtig, richtig nervig. Vor allem, wenn man so eine Menge Kaninchen hat, wie das bei mir der Fall ist. Ich weiß zwar gar nicht, wie viele es momentan sind, aber über 20 auf jeden Fall. Dazu mache ich allerdings ein separates Video, weil ich zeige euch dann mal in diesem Video, was ich jetzt alternativ zu dieser Wiese noch so an Futtermöglichkeiten habe. Vielleicht geht es ja den ein oder anderen von euch ähnlich wie mir und ihr wisst einfach nicht, wo ihr das Futter herbekommt. Also so ein paar stille Reserven habe ich schon noch bei mir auf dem Grundstück. Man muss sie halt nur kennen, man muss es wissen, dass die Kaninchen das fressen und auch gern fressen teilweise. Viele Sachen von dem, was ihr in dem Video sehen werdet, hätte ich niemals gedacht, dass das für Kaninchen fressbar ist. Aber dank meinem Bruno und Sepp, die mir ja mehr oder weniger gezeigt haben, was sie alles gerne fressen, weil sie ja Freigänger sind, ja, wurde ich eines anderen belehrt. Und dann habe ich von der, ich glaube Caroline heißt meine Kräuterfee. Ich bin mir jetzt leider gar nicht so sicher, aber die Kräuterfee, die ich meine, das ist diese, ja, in Reutlingen oder so wohnt sie. Also bei mir auf Montage, die habe ich mal besucht und die hat mir ganz viele Sachen gezeigt auf der Wiese, was man so füttern kann. Und sie hat mir mal gesagt, dass da, was im Hintergrund da wächst, das mögen die Kaninchen wirklich gern. Das ist eine super Futterpflanze. Da werden jetzt bestimmt viele von euch aufschreien und sagen, um Gottes Willen niemals diese Pflanze füttern. Ja, das ist ja totaler Giftmist. Giftmist. Ja, also grundsätzlich ist diese Pflanze mit Vorsicht zu genießen. Also das ist Riesenbärenklau, so nennt sich das. Dann gibt es noch Wiesenbärenklau. Die hier ist wirklich klein geblieben. Wahrscheinlich liegt es an diesem schlechten Bodenzustand. Normalerweise wird diese Pflanze locker 2-3 Meter hoch, wenn sie auswächst. Die steht jetzt hier schon mehrere Wochen und wächst nicht mehr. Deswegen denke ich mal, wird es Zeit, sie wegzunehmen. Und Riesenbärenklau erkennt man an dieser Blattform, die so mehr zackig ist. Ja, und der Wiesenbärenklau, der ist halt eher rundlich. Hat mir zumindest die Caroline gesagt. Heißt sie Caroline? Also sie hat mir das gesagt. Und ich gehe jetzt davon aus, das ist richtig. In diversen Kaninchengruppen bei Facebook hatte ich sogar schon gelesen, dass diese Pflanze auf jeden Fall nicht gefüttert werden darf, weil sie halt so sehr giftig ist. Ja, was stimmt denn nun? Also eins kann ich euch schon mal sagen, das weiß ich, dass das auf jeden Fall stimmt. Hatte ich nämlich schon leider selber die Erfahrung sammeln dürfen oder müssen, weil ich halt unvorsichtig war. Diese Pflanze sollte man niemals mit bloßen Händen anfassen. Auch Handschuhe, wo vorne die Fingerkuppen durchgucken, weil die kaputt sind, die Handschuhe, sind vielleicht nicht die idealste Wahl. Da waren wahrscheinlich wieder die Mäuse zugange. Naja, hätte ich jetzt vorher kontrollieren sollen, habe ich nicht gemacht. Ich werde aufpassen, dass das mir diesmal nicht nochmal passiert. Die Gefahr ist nämlich, solange die Sonne scheint, da. Wenn man diese Pflanze verletzt und diese Flüssigkeit, die in der Pflanze ist, austritt und man die an den Händen oder irgendwo an der Haut hat, dann kommt es in Verbindung mit UV-Strahlen der Sonne zu einer Bläschenbildung. Also die Haut verbrennt regelrecht. Das ist wie ähnlich wie Säure, wenn man Säure auf der Haut hat. Und dann kriegt man richtig fette Blasen. Da gibt es Bilder im Internet. Ich will euch das jetzt hier nicht zeigen, aber ihr könnt selber mal googeln. Bärenklau einfach eingeben und dann seht ihr das. Ja, und deswegen müsst ihr extrem aufpassen. Nichtsdestotrotz sagt ja die Caroline, heißt sie Caroline, ja, auf jeden Fall sagt sie,
dass diese Pflanze eine super Futterpflanze ist und auch in einem Kaninchen-Essensplan nicht fehlen sollte. Und deswegen wird die jetzt von mir hier umgenietet. Zack, ein beherzigter Schnitt mit meiner Prachtsense und das ganze gute Stück. Ja, war einmal. So, jetzt nehme ich hier noch was von dieser Prachtwiese mit. Ich weiß zwar eh, dass ich wieder mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, wegschmeißen werde, weil die kann ich, wie gesagt, nicht fressen. Aber der Wille ist da. Wenn sie wirklich Hunger haben, dann würden sie es wahrscheinlich fressen. Also für Heu wäre das wahrscheinlich richtig gut geeignet. Aber wie gesagt, dazu braucht man Zeit. Gigolo, mein Guter, ich hol dich gleich. Du musst noch ein bisschen Geduld haben. Der kann es einfach nicht erwarten, weil er denkt jetzt wahrscheinlich um die Uhrzeit, hole ich ihn normalerweise. Ja, dass er wieder Leckerli kriegt oder so. Ich habe da meistens eine Möhre dabei. Und da freut er sich immer drauf. So. Ja. Also da wird er von dem Blatt wird er mindestens 2-3 Kaninchen satt. Naja, vielleicht nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie groß so eine Pflanze wird. Und das war ja noch ein kleines Exemplar. Ja, und das nächste Coole, was ich eigentlich noch gar nicht gesagt habe an der Sense, ist, dass man die in so einen kleinen Mini-Handwagen total cool aufladen kann. Das war mit meiner großen Sense nicht so einfach. Und deswegen kann ich das Teil wirklich, wirklich empfehlen. Also ich würde nie irgendwas empfehlen, müsst ihr wissen, was ich nicht selber ausgiebig getestet und für gut befunden habe. So, alles wieder verstaut. Wir sehen uns gleich bei mir oben am Kaninchengehege. Ganz schön anstrengend, jedes Mal da hochzulaufen. Also ich wohne ja nicht umsonst an der Bergstraße. Es sind ungefähr 200 Meter bis zu meiner Wiese. Vielleicht auch 300, weiß ich nicht genau. Ja, Bruno und Sepp, denen geht's wieder gut. Vor allem der Bruno, der liegt den ganzen Tag immer nur irgendwo und pennt. Und der Sepp ist meistens am Fressen. Na, Bruno, Sepp, es gibt jetzt nichts. Such dir dein Fressen gefällig selbst. Ja, vorab kann ich ja schon mal verraten, die einfachste Art und Weise, auch in Dürreperioden seine Kaninchen zu versorgen, ist, die Kaninchen einfach frei herumlaufen zu lassen, weil die finden immer irgendwas. Die fressen halt hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Ja, es ist halt die einfachste Sache überhaupt, ein Kaninchen zu versorgen. Hingegen, wenn man seine Rasselbande, so wie in diesem Fall, irgendwo eingesperrt hält, dann muss man, also ich in meinem Fall, zweimal täglich losziehen, um halt irgendwie Futter zu holen. Das war ja klar, dass du jetzt wieder angesprintet kommst, weil du bestimmt wieder denkst, wenn ich hier die Tür aufmache, dann kannst du bestimmt reinhuschen und eins meiner Weibchen hier drin begatten. Da muss ich immer höllischst aufpassen, weil der ist nämlich so schnell. So schnell kann man gar nicht gucken. Da macht man die Tür kurz auf, zack, ist da drin. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Da fällt mir aber ein, letztens war dieselbe Situation mit Bruno und die Weibchen waren alle schon drin, bis auf eine. Das war die Brunhilde. Und die sahen so aus, als wenn sie sich auf jeden Fall gerne mal näher kommen würden. Und da ich ja eh geplant hatte, den Bruno und die Brunhilde mal zu decken, weil ich weiß auch nicht, ob der Bruno noch so lange lebt, weil der macht mir irgendwie so einen schwächlichen Eindruck und das schon seit Wochen, eigentlich seitdem ich ihn habe, schwächelt er so rum, weil er schläft den ganzen Tag. Dann hat er öfters mal so einen schnellen Herzschlag oder so. Ja, aber er scheint ja trotzdem damit klar zu kommen. Auf jeden Fall habe ich den Bruno dann mal reingelassen auf die Brunhilde und es hat innerhalb von 10 Sekunden hat es geklappt. Optisch gesehen ist er runtergefallen und ja, durfte nun endlich mal ran. Ich denke, dass die Weibchen hier sind, ist auch eines der Gründe, warum meine Rammler nicht gewillt sind, dieses Grundstück zu verlassen und halt ja, sich hier wohlfühlen. Ihr fühlt euch hier sichtbar wohl. Und so zahm wie die sind, hier muss ich mal wieder ein bisschen Salbe reinmachen. Durch den Wind hier draußen bekommen die ganz schnell Entzündungen in den Augen. So, genug geredet. Jetzt wird hier getestet. Ich denke mal, diese weiße Flüssigkeit, die jetzt hier in diesem Stängel zu sehen ist, das ist das, was man nicht an die Hände bekommen darf. Und deswegen muss ich ja aufpassen. Genau, verschwinde mal da unter den Wagen. Weil jetzt kommt der Moment, wo wir testen, ob tatsächlich die Kaninchen Bärenklau gerne fressen. Wer hätte das gedacht? Die Kaninchen stürzen sich da förmlich drauf. Ja, und wenn Kaninchen sich so draufstürzen, dann ist es ein Zeichen, dass diese Pflanze definitiv unschädlich ist. Also diese Flüssigkeit da drin scheint die überhaupt nicht zu stören. Ja, ein Blatt reicht aus, um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kaninchen satt zu bekommen. So, wollen wir mal den Hilderich, damit er nicht zugucken muss, auch noch ein Stückchen geben. Da, Hildi, für dich. Ja, der Hildi ist meistens etwas vorsichtiger. Gut.
Wenn ihr das Ganze immer noch nicht glaubt oder vielleicht vorsichtig seid und wissen wollt, ob meine Kaninchen die ganze Aktion überlebt haben, dann wartet einfach ab, bis das nächste Video online kommt. Übrigens, hier habe ich so ein Zeug gefüttert, das wächst bei mir da draußen an Gros. Da habe ich jetzt öfters beobachtet, dass der Bruno und der Sepp das auffressen. Hier drin, die Kaninchen haben es auch angeknabbert, aber ja, so richtig begeistert sind sie von dem Zeug nicht. Ich habe vor kurzem auch den Namen gewusst von dem Kraut. Aber wie gesagt, ich mache ja demnächst ein Video, wo ich alles zeige, was die Kaninchen so noch fressen können, außer von der Wiese. Dann habe ich auch vor, ein Garten-Update-Video zu machen. Das ist längst überfällig. Danach gibt es wieder ein Video, weil ich was gebaut habe. Also ich stelle dann wieder etwas vor. Gibt es wieder neue Prototypen, die allerdings schon serienreif sind. Und meine Format-Kreissäge, die wird jetzt endlich mal auch vorgestellt. Das interessiert ja einige von euch. Dieses neue Produkt, was ich da hergestellt habe, das ist ideal geeignet, um euch diese Formatsäge vorzustellen. So, wir schauen mal, was die Kaninchen jetzt zu den Blüten sagen, ob die auch toll finden. Boing, auf geht's. Du bleibst schön hier draußen. Und Bruno schaut mittlerweile auch zu. Ja, zu den Kaninchen scheint es auf jeden Fall zu schmecken. Auch die Blüten werden gefressen. Na, meine kleine Lieselotte. Der Stängel wird auch angenagt. Entweder bilde ich mir das jetzt ein, aber die hat so einen richtig coolen Duft irgendwie. Wo ist denn eigentlich mein Vespucci? Da hat sich bestimmt hier drin versteckt. Ach, da unten ist er ja. Hi Vespucci, dir geht's gut, wie ich sehe. Oh, ich schwitze immer noch von diesem Berg. Ja, leider ist ja der Vespucci alleine. Also der Flaxi, den gibt es ja nicht mehr. Hatte ich ja in einem der letzten Videos gesagt. Ja, mein Vorhaben ist jetzt, den Vespucci kastrieren zu lassen. Und die zwei Weibchen kommen dann hier raus ins Gehege. Ja, und somit habe ich eigentlich eine Verbesserung des Zustandes erreicht. Weil die zwei Weibchen haben halt deutlich mehr Platz. Und ich muss einen Stall weniger säubern. Na, das schmeckt gut. Na, Brunhilde ist auch geschafft. Gut. Wäre das auch geklärt? Also für all die, die nicht wissen, ob Bärenklau essbar ist oder nicht, ich sage euch, es ist essbar, für Kaninchen natürlich nur. Allerdings passt höllisch auf, die Hände und so, ihr müsst unbedingt Handschuhe anziehen, am besten auch langärmlich, oder ihr müsst halt einfach aufpassen, dass ihr mit dieser Flüssigkeit nicht in Berührung kommt, weil diese Pflanze zählt als stark giftig, was diese Reaktion mit der Haut betrifft. Allerdings nur bei Sonnenschein, also wenn ihr auf ganz Nummer sicher gehen wollt, müsst ihr halt nachts losziehen, dann braucht ihr jeglichen Schutz nicht. Müsst ihr euch danach halt waschen, Hände waschen und alles. Und das sollte auch funktionieren. Ich labere wieder eine Grütze zusammen. Bevor das hier noch schlimmer wird, sage ich mal ciao, bis zum nächsten Video, euer Jörg.